So, das war's dann auch mit. Jetzt fängt es wieder an mit dem. Ungeschminkt ehrlich. Ehrlich, echt und frei heraus. So wie ihr, so wie wir. Alle Themen, die euch beschäftigen und euch am Herzen liegen, gibt's bei Ungeschminkt ehrlich. Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem BW-Ungeschmink-Kanal. Heute dreht sich alles ums Thema Body Positivity. Ist, glaube ich, ein gutes Thema, worüber man auch gut reden kann. Kannst ja gerne mal starten. Wie stehst du zu deinem Körper? Also ich würde jetzt von mir schon sagen, dass ich meinen Körper akzeptiere, so wie er ist. Und ich glaube, das ist auch echt wichtig. Aber klar, man hat manchmal so ein paar Downs, wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu, aber zum Beispiel auf Social Media, wenn man sich mit anderen ein bisschen vergleicht und sieht so, hey, okay, die hat eine schöne Figur. Und dann, dass man sich da so ein bisschen runter macht. Ich glaube, das ist inzwischen aber auch so ein bisschen normal, dass man so ein paar Downs hat. Ja, ist es bei dir auch so, oder? Ja, also ich finde es schade, dass es normal ist. Yeah. Weil es gibt ja immer so Beauty-Trends und es ist ja irgendwie jedes Jahr mal was anderes, wo man sich denkt, boah, das sieht jetzt gut aus und dann sieht das gut aus. Vor ein paar Jahren war das ja richtig so, wenn man curvy ist, jetzt wieder schlanker. Das wechselt sich so stark ab. Und ich finde, wir lassen uns davon zu sehr beeinflussen, was ich schade finde. Aber zum Thema, wie ich mit meinem Körper umgehe, also ich finde schon, dass Body Positivity wichtig ist und dass man seinen Körper so akzeptiert, wie er ist, wie du schon gesagt hast. Nur, klar, man hat dann immer so seine Problemzone. Ja. Also ich glaube, das hat jeder Mensch, wo man sich denkt, ja, das könnte ein bisschen anders sein. Aber akzeptieren sollte man sich, so wie man ist, und lieben auch. Hast du irgendwie so Sachen, die dir zum Beispiel öfter schon mal gesagt wurden und die du dir so wirklich persönlich nimmst zum Thema so jetzt dein Körper oder was du jetzt so nicht akzeptierst in dem Sinne? Also momentan, ja, man sagt mir klar ab und zu so, ja, du hast zugenommen oder sowas oder so, oder du hast abgenommen. Ich finde, wenn man zugenommen hat, wenn das zu einem gesagt wird, dann wird das so ins negative Licht gestellt. Ja. Wenn du abgenommen hast, wird man so belohnt. Ja, und deswegen finde ich das auch so schwierig, so, man kann ja auch so magersüchtig oder so werden oder ich weiß nicht, sich so viel Gedanken machen, warum ziehen wir das so in ein Licht, wenn man ab oder zunimmt, weißt du? Ja, bei mir ist das voll oft so, wenn ich irgendwie zum Beispiel erkannt werde oder so, dann sagen die immer so, oh mein Gott, du bist viel kleiner, als ich dachte. Ah, das ist genauso bei mir. Und ich bin immer so, okay, cool, aber irgendwie so, inzwischen ist es mir so, ich... Ist okay für mich, aber früher war es für mich echt so, okay, ich habe extra Schuhe angezogen, die halt dann Absatz hatten, weil ich war so, okay, ich will nicht darauf angesprochen werden. So, hey, du bist voll klein. So, ja, ich weiß. Ja, Body Shaming ist ja auch Gesicht, das Körper als Größe, finde ich. Das gehört alles dazu. Und vor allem, wenn man klein ist, ist es halt auch so, ja, Zwerg und dann wird man als Ablehne benutzt und so. Total. Ja. Das ist mega, mega schade. Ich finde auch so durch Social Media, dass du halt einfach so ein, ich weiß nicht, man bekommt so ein anderes Bild von der Selbstwahrnehmung. Man weiß ja nie, was ist bearbeitet und was nicht. Und wenn du Bilder siehst, die so richtig schöne Frauen oder Männer, ich meine, bei Männern ist es genau das Gleiche mit, mit Muskeln zum Beispiel. Und du weißt halt nie, ist das bearbeitet oder nicht. Und vielleicht ist es bearbeitet und du nimmst dir daran ein Beispiel und fühlst dich dann selber schlecht. Es gibt so viele Apps schon. Ich habe es jetzt auch letztens gesehen. Also damals war es so ein Trend, glaube ich, dass sich Männer so Sixpacks hinbearbeitet haben. Ach, es gibt sogar so eine App dafür. Oder es gibt Apps, wo man sein Gesicht so richtig in so ein Instagram-Face halt bearbeiten kann. So, man macht einen Klick und alles ist auf einmal verändert und du siehst aus wie ein neuer Mensch. Und sowas wird gepostet, ja. Und dann ist klar, dass vor allem auch Jüngere sich so denken, so, boah, die sehen alle so gut aus. So, die sind alle so perfekt in ihren Augen halt, ne? So, und da hat man natürlich Insecurities. Also man ist da echt unselbstbewusst in der Situation, wenn man sich denkt, boah, sie hat alles, was ich nicht habe und... Ich wünsche mir das auch. Es ist einfach alles so perfekt und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so gut, was das angeht. Ja, vor allem, weil sich dadurch da auch die Schönheitsidealen so verändern. Man sagt dann so, boah, ich habe so eine kleine Oberweite, ich muss das ändern. Ja. So, das ist so oft so bei jungen Mädchen. Es wird voll normal, sich so zu operieren. Ja. Ich finde auch, jeder kann das machen, wie er will. Und ich finde auch, dass es auch manchmal was Schönes ist. Aber ich finde, es ist erst dann was Schönes, wenn man es selbst will. Ja, voll. Ja. Ja, bei mir ist zum Beispiel so, also ich möchte jetzt eine Brustverkleinerung machen.
Und das ist halt eher gesundheitlich. Und klar, manche sehen es auch als, oh mein Gott, du machst eine Schönheits-OP und so. Und auch wenn es eine Schönheits-OP wäre, denke ich mir so, es geht dich. Also, ja. Also auch wenn ich eine Schönheits-OP machen wollen würde, dann ist das so. Ja, aber ich fände auch, wenn es jetzt keine gesundheitlichen Schäden hätte, so, das ist komplett dein Recht. Und wenn voll. Du willst es ja selbst. Ja, ich habe ja vorhin Social Media so ein bisschen schlecht geredet. Ich finde, es hat auch ein paar positive Seiten. Ja. Zum Beispiel auf TikTok sehe ich das ganz oft, dass dann schon so Mädels, andere Mädels aufhypen und sagen, hey, du siehst gut aus und das Oberteil steht dir voll gut und alles Mögliche. Klar gibt es auch im negativen Beispiel, dass sie dann natürlich sagen, hey, nee, das Oberteil steht dir gar nicht, das tut deiner Figur nicht gut. Aber ich finde auch, dass es inzwischen recht oft positiv auch geworden ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Nur manchmal ist es halt so, dass unter positiven Kommentaren dann nochmal negativ geschrieben wird. So, perfektes Beispiel. Oh mein Gott, du hast so eine schöne Figur. So, und dann kommt so ein Hater und sagt so, nee, gar nicht. So, ey. Yeah. Keep this in your mind and don't say that. Voll. So, es muss nicht unbedingt sein. Es ist einfach so überflüssig. Ja. Lass die Person noch einmal gut fühlen. Wir sind auf dieser Welt, um uns gut zu fühlen, um zu leben und nicht um Hate zu versprühen. Ja, voll. Hast du irgendwie so Tipps quasi, wie man mehr seinen Körper akzeptieren kann, wenn man vor allem eben zum Beispiel durch Social Media so ein anderes Wahrnehmungsbild hat? Ich finde, vor allem auch den richtigen Leuten auf Instagram oder Social Media folgen. Es gibt so viele Leute, die sich auch richtig so zeigen, wie sie sind. Und so, ich weiß nicht, sie zeigen auch so ihren Körper. Und wenn sie ein bisschen mehr auf den Hüften haben, das ist so schön, finde ich auch. Okay. So, und es wird ja auch immer normaler, finde ich auch in der Modelwelt. Finde ich auch richtig cool, dass das heißt so, ja, bei dem Shooting nehmen wir nicht nur so die Modelmaße, die voll, generelle. Aber ansonsten sich halt einfach auch im Spiegel angucken und sich lernen zu lieben. Hast du sonst? Das mit dem Spiegel habe ich auch gehört. Das hat mir auch schon jemand gesagt, dass man quasi in den Spiegel schauen soll und einfach sich selber Komplimente machen soll. Mhm. Auch wenn es vielleicht jetzt komisch klingt, aber es hilft wirklich. Ja, kurz die Welt ausschalten. Genau. Und einfach kurz sich auf sich selbst konzentrieren und dann so sagen, so, ich bin schön eigentlich. So. Ich habe so oft so Selbstgespräche geführt. So. Ich habe mich angeguckt. Es gab auch Tage, wo ich sage, so, nee, das ist heute nicht dein Tag, Alina. Es gibt alles, Also jeder hat mal einen schlechten Tag, aber total. So dieses, keine Ahnung, ich weiß nicht, dieses positive Denken. Ja. Also falls ihr an euch zweifelt, hört auf jeden Fall auf damit, ihr seid toll, wie ihr seid wunderschön und jeder Körper ist ein Bikini-Körper. Absolut. Und wenn andere doof zu euch sind, hört nicht drauf, sagt euch in eurem Spiegel einfach, ihr seid wunderschön, denn ihr seid es. Ihr könnt auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr an euch liebt, also zum Beispiel, ich liebe meine Sommersprossen oder ich liebe meine Nase und ich glaube, das gibt euch dann selbst nochmal so ein bisschen Confident Boost und das ist echt ganz wichtig. Ja, vielleicht findet ihr auch in den Kommentaren ein bisschen Inspo für euch. Dann liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!